Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Project Castaway. Wir sind heute auf Insel Nummer 5 und ich freue mich. Ich habe auch jetzt gleich nach dem letzten Part spiele ich gerade weiter, weil es sich irgendwie einfach voll bockt, das Spiel. Gut, ich würde sagen, wir starten sofort rein, ohne langes Blabla. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Und hier sehen wir sie, Insel Nummer 5 mit dem schönsten Sonnenaufgang ever. Ich war in der Zwischenzeit kurz mal auf unserer Hauptinsel und habe da die ganzen Geheimnisse hingebracht, damit die nicht immer hier so blöd rumfliegen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir erkunden jetzt diese kleine Insel und vielleicht schaffen wir es dann tatsächlich ja auch noch auf die letzte Insel, glaube ich zu meinen. Es wäre die letzte. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Wir können ja mal ganz kurz ins Büchlein gucken. Und Geheimnisse. Was fehlt uns denn jetzt alles noch? Eigentlich tatsächlich noch eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Und ich bezweifle, dass wir diese Sachen alle noch jetzt hier auf den letzten beiden Inseln finden. Wobei eine Sache ja noch auf der Hauptinsel ist. Und zwar war das, glaube ich, was habe ich gesagt? War es auch ein Ring, den ich da noch gefunden hatte? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh, und hier haben wir schon was richtig Interessantes. Und zwar eine Blueprint für ein Lavendelspray. Das ist wahrscheinlich auch zur Abwehr von irgendwelchen Viechern gedacht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, sehr überschaubar hier, was das da hinten ist. Das gucken wir uns dann an, wenn ich die Insel hier fertig habe und gespeichert habe, weil ich natürlich wahrscheinlich tauchen muss und nicht weiß, ob da wieder irgendwelche Haie auf mich warten. Ja, ja, diese Blueprint, die hier hängt, für einen Bone Meal Sack. Knochenmehlsack, oder wie? Nicht schlecht, Herr Specht. Für was brauche ich Knochenmehl? Das wissen wir noch nicht. Na gut. Jetzt regnet es wieder, super geil. Ich habe auch meine Wasserflasche aufgefüllt, als ich zu Hause war. Und habe dann geguckt, wo eigentlich mein Ding ist, was ich mir hergestellt habe. Dieses Lederbehältnis, wo man auch Flüssigkeiten reintun kann. Das war aber irgendwie weg. Also keine Ahnung, wo das hin verschwunden ist. Aber jetzt haben wir ja die PET-Flasche und ja, damit geht's auch. Was ist hier noch zu finden? Ich möchte noch mehr Blueprints und irgendwas, das mich schon wieder in den Hintern beißt. Wo bist denn? Ah, da. Ah, wie immer eine Wolfsspinne. Belastend. Ach so, wartet mal. Hier war doch ein kleines Boot. Oh, und wir haben eine Vase gefunden. Okay, krass. Eine Vase also. Na gut. Wo ist unser Boot? Die muss natürlich gleich wieder drauf. Damit wir die nicht irgendwie vergessen. Irgendwie ist die Insel verspult. Wir müssen aber, glaube ich, hier lang. Genau. Cool. Eine Vase also. Stellen wir die einfach mal da dabei hin. Da sollte sie ja hoffentlich auch stehen bleiben. Gut, wir sind von da hinten gekommen. Hier waren wir drauf, haben den Blueprint gefunden. Heißt es der oder das Blueprint? Keine Ahnung, Leute. Was haben wir jetzt hier noch? Da ist noch ein Blueprint. Oder da war zumindest gerade eins, genau. Für Plane Chassis. Also ein Flugzeugchassis. Wie kann man denn Chassis erklären für die, die es nicht wissen? I don't know. Ich kenne es bloß vom Auto. Aber anscheinend gibt es auch für Flugzeuge. Metallgerüst. Auto. Chassis. Flugzeugmetallgerüst. Keine Ahnung. Ich rede schon wieder eigentlich nur einen Schmarrn. Ja, was ist denn jetzt hier noch? War es das jetzt schon hier? Tatsächlich, wir sind schon durch mit der Insel. Krass. Das ging wirklich schnell. Ja gut, dann düsen wir zum Boot. Schauen uns jetzt aber hier oben noch um. Was ist das da? Korallberry, die kennen wir schon.
Ist hier noch irgendwas Schönes? Außer die Schildi? Keine Ding. Keine Flaschenpost hier. Ich frag mich, wann man die findet und wo. Ist das schon wieder was? Jawohl, eine Hornisse. So. Okay, Leute, da sind schon zwei Haie. Wir gehen jetzt aufs Bötchen. Und ich speichere noch nicht. Das machen wir später. Wir düsen jetzt. Ach so, wartet mal. Erstmal das Segel setzen. Und dann düsen wir jetzt hinter zu diesem Ding, was man da im Wasser sieht. So, bitte einmal hier lang. Und hier drumherum. Ich bin gespannt, was da so ist. Ach, halt, halt. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Die Vase. Die muss natürlich mit. Wo ist sie denn? Doch hier irgendwo hingestellt. Mein Gott. Was vergessen, ey. Rauf da. Und bitte einmal hier hinstellen. So. Jetzt kann es gechillt weitergehen. This way, please. Na komm. Ja, also. Und schauen wir mal, was da hinten ist. Und dann können wir eigentlich heute auch tatsächlich noch die Insel Nummer 6 machen. Weil, ja, die ja hier jetzt schon fertig ist. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gleich bei diesem Baum. Ich weiß natürlich nicht, ob das ein Bug im Spiel ist, dass der hier da so ist. Oder was das sein soll. Wir fahren jetzt einfach mal drauf zu. Und hoffentlich hält unser Floß jetzt mal kurz an. Oder fahren wir jetzt da durch? Ach so, wir fahren hier einfach durch, oder wie? Oh mein Gott, was passiert? Segel, bitte mach dich mal runter und lass mich mal ganz kurz speichern. Dann stehen wir wieder auf und gucken jetzt einfach mal nach, ob jetzt hier irgendwas ist. Aber hab ich jetzt was gebissen? Ja, natürlich, dieser blöde Dreckshai. So ist hier einfach so ein Baum. Kann ich schneller schwimmen? Ja. Schnell. Ein Auto. Also ist tatsächlich doch hier irgendwas. Was ist das? Nichts. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit. Ich muss doch hier erkunden, Junge. Okay. Aber irgendwas finden tun wir hier jetzt, glaube ich, nicht, oder? Jetzt hat er mich gekillt. Ja, okay. Na gut, zumindest wissen wir, dass da ein Auto ist. Okay, wir sind wieder auf unserem Floß und ich möchte diesen Baum hier jetzt verlassen. Shit, ich hoffe, ich komme jetzt hier irgendwie weg. Ich glaube, das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Na los, lass mich doch hier raus. Okay, ich glaube, das wird so nichts. Mach mal das mal zu. Und dann wird mich wahrscheinlich der Hai gleich wieder beißen, oder? Kann ich mein Floß irgendwie so anschieben und schnell hoch? Lass mich hoch, lass der Hai, lass mich doch hoch. Hallo. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, drei Stück, ihr seid so hässlich. Race, halten und schnell nach da. Okay, das hat geklappt, supergeil. Ja, sehr schön, Leute. Dann hätte ich gesagt, ich düse jetzt kurz zur anderen Insel rüber, zur nächsten. Und dann sehen wir uns, wenn wir da sind. Ja, meine Lieben, es ist mitten in der Nacht. Wir sind angekommen bei der Insel. Ich wollte eigentlich schlafen, aber er lässt mich nicht. Und da muss ich tatsächlich sagen, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich meine, klar, wenn die Energie hier voll ist, dass man theoretisch nicht schlafen muss. Vielleicht gibt es aber den ein oder anderen Spieler, der halt gern die Nacht überspringen möchte. Und deswegen finde ich blöd, wenn dann da eben steht, you slept too much. Denn nein, ich habe nicht zu viel geschlafen. Man kann nämlich gar nicht zu viel schlafen. So, naja, genug beschwert. Ich habe unsere Vase schon mal hier hingestellt. Und dann gucken wir uns jetzt einfach um. Hier sehen wir statt der tollen Sonne den schönen Mond. Und jetzt schauen wir, was uns auf dieser Mini-Insel hier erwartet. Ich bin gespannt, weil es sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es hier irgendwie viel zu entdecken. Aber wer weiß. Wir gucken mal.
Cookie Cookie. Gucken ist natürlich auch besser bei Helligkeit, ganz klar. Und ich brauche wieder Stickies, weil ich die jetzt gerade alle vorher in mein Feuer gehauen habe. Deswegen nehmen wir die natürlich mit. Und jetzt kommt langsam die Sonne. Super. Das ist eine Muschel. Hier haben wir Fässer. Und auch hier die Piratenflaggen. So, die kann man jetzt mal mitnehmen. Inventar ist ja leer. Was ist das? Ach so, das war ein Mensch. Wir machen das Fass mal kaputt. Ne? Jetzt hat. Ach ja, okay, da sind einfach nur noch mehr Piratenflaggen drin. So viele brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Gibt es denn hier irgendwelche Notizen, die hier so rumhängen? Was ist das? Kupfer. Hier haben wir eine Schildi. Hier ist nochmal eine Kiste. Mit noch mehr Piratenflaggen. Okay, wer sie braucht? Schauen wir einmal hier außen rum. Ah, hier haben wir was. Blueprint für Jaguar-Messer. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da sind Libellen. Hä? Ach so, das war der Reifen, der hier raufgekommen ist. Mein Gott. Nein, es ist gar kein Reifen. Es ist ein Ancient Sosa? Sousa? Keine Ahnung. Cool. Bringen wir ganz schnell zur Vase. Wo ist sie denn? Da steht sie. Place dich mal hier dazu. Dann schauen wir zurück. Da ist eine Note. Leute, wir haben eine Note. Vom Radio Tower. Bei wie viel Prozent sind wir denn jetzt? Quatsch, wo war's denn? Hier. 25 Prozent. Vielleicht hat es dann auch gar nichts mit den Notes zu tun. Also hier war auf jeden Fall das Zeug. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass man vielleicht auch immer mal wieder doch tauchen muss, um irgendwas zu finden. Das ist die Frage, ob da oben irgendwas ist. Jetzt schauen wir nochmal kurz hier hin, ob da irgendwas hängt oder liegt. Nee, ne? Da waren wir ja auch schon. Okay, dann gehen wir mal darauf. Bitte einmal hier den steilen Hang erklimmen. So. Und einfach weiter rauf. Nee. Das ist mal anstrengend. So. Okay, wir sind oben. Und haben hier auch wieder einen ganz guten Blick auf die Inseln. Ja, und wenn ich mich jetzt hier so umschaue, dann war das tatsächlich meines Wissens nach auch die letzte Insel, auf die wir hätten fahren können. Wir haben jetzt dann hier noch das Schiffswrack und da möchte ich natürlich auch hingucken. Aber jetzt schauen wir zuerst nochmal, ob hier oben vielleicht irgendwas ist, was man noch nehmen kann oder so. Oder Sticky Note mäßig. Aber ich kann tatsächlich hier auch nichts erkennen. Und deswegen schauen wir, dass wir hier ganz langsam runterdüsen. Da ist nichts. Ganz langsam, super. Was liegt da? Das müssen wir uns kurz angucken. Aber erstmal hier oben weitermachen. Ich glaube aber, hier ist nichts mehr. Okay, schauen wir mal, ob wir von da hinten irgendwie cool runterkommen. Ich hoffe, er tut sich nicht weh. Aber es geht. Cool. Und eine Blueprint haben wir auch noch. Hornessen Repellent. Und hier haben wir tatsächlich mal eine Flaschenpost gefunden.
Krasser Scheiß. Gut, mehr ist jetzt hier, aber leider auch nicht. Schade, schade, Schokolade. Schade. Okay. Dann schauen wir doch mal. Bottle Notes, Williams Letter. Aha, er sagt also quasi, dass ein Sturm sie hier auf die Insel gebracht hat. Und wenn man den Brief findet, dann soll man halt quasi Hilfe holen. Und die Note, die wir gefunden haben vom Radio Tower. Ah, guckt mal an. Jetzt wartet mal schnell. Wenn wir jetzt hier zurückgehen zum Anfang. So, und dann gehen wir hier lang. Dann noch ein zweiter. Und hier steht, there is a digit written at the end of the note 6. Jetzt wartet mal. Ich schreibe mir das jetzt mal kurz auf. Eine Note 6. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Und hier steht dann nämlich am Ende, dass eine Note 0 ist. Dann gucken wir weiter, was hier vielleicht steht. 5. Und dann wieder weiter. Und wir finden hier auch die Note 5. Und dann gehen wir hier hin, wo Chaos steht. Und hier haben wir die Note 7. Also 60557 haben wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das uns was bringt für dieses Ding da oben auf dem Tower. Wir werden jetzt die Insel verlassen und dann Richtung Heimatinsel düsen. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal wieder das, was wir hier gefunden haben. Platzieren wir einmal hier so, please. Und das andere nehmen wir mit. Und platzieren es irgendwie auch da drin, wenn möglich. Oh nein. Okay, I don't know, ob das gut geht. Was ist, wenn ich das jetzt dahin mache? Scheiße, ich hoffe, das fällt nicht runter. Wir tun es mal vor uns, dann haben wir einen Blick drauf. Also einmal Segel setzen und in die Richtung zum Schiffswrack hingedüst. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass wir da jetzt die Notes haben. Hallo, wie wär's, wenn du düst? Oder setzen wir schon wieder irgendwo auf? Halleluja. Ach so, jetzt wo ich aufstehe, fährt er los. Ja, sehr schön. Cool, cool. Hallo, Heidu. Wir sind jetzt gleich bei unserer Heimatinsel und ich frage mich jetzt gerade tatsächlich, ob wir auf der Insel, die ihr hier rechts seht, tatsächlich schon waren oder ob wir da doch noch nicht waren. Weil ich kann mich jetzt nicht an diese drei Bäume erinnern. Und wir sind ja von der linken Seite aus gestartet. Wartet mal, da ist ein Flugzeugwrack. Und eigentlich wollte ich zu dem Ding hier hin. Oh, mein Gott. Haben wir die Insel schon gemacht? Ja oder nein? Wir düsen jetzt erstmal weiter. Und dann lege ich kurz an und tue unser Zeug runter. Und dann schaue ich nochmal. Also gut, wir sind angekommen auf der Insel. Ich packe jetzt unser Zeug mal hier hin. Und jetzt ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, das war schon die Insel, auf der wir zuerst waren, Leute. Wir gucken jetzt aber gerade nochmal. Nicht, dass ich mich jetzt vertue, wenn wir auf der zuerst waren. Nein, wir waren schon auf der Insel. Okay, dann haben wir tatsächlich alle Inseln durch. Dann bleiben uns nur noch die beiden Schiffswracks und die Kassette. Oder zumindest mal gucken, ob wir alle Zahlen für den Code haben. Und ich denke dann, dass ich an der Stelle den Part beende und wir uns im nächsten Part dann das anschauen, wovon ich gerade gesprochen habe. Ich wünsche euch also an der Stelle noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin wirklich richtig gespannt, ob wir jetzt diese Schließkassette aufmachen können oder nicht. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, wenn ich irgendwas übersehen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.